Bayern Monreal war nachdenklich. Als Mitglied des VC Neuwied wollte er den Heimvorteil für eine Topleistung nutzen. Kurz nach dem Start fuhr sich aber erstmal der zweite Lokalmatador ins Blickfeld, Kim Lachmann in Orange. Der Nachwuchsfahrer, der direkt an der Strecke zu Hause ist, sorgte in einer dreiköpfigen Spitzengruppe fast 100 Kilometer lang für das Tempo an der Spitze und damit für den längsten Ausreißversuch bei den Männern. Den Traum, einen solchen Vorstoß auch erfolgreich ins Ziel zu bringen, hatte sich am frühen Morgen schon Ina Joko Teutenberg erfüllt. Die Düsseldorferin holte sich die deutsche Meisterschaft vor ihrer Highroad-Teamkollegin Judith Arndt aus Leipzig. Im wesentlich stärker besetzten Feld der Männer gab es keine Vorentscheidung. Alle Ausreißer wurden wieder gestellt. Auch Kim Lachmann, der kurz danach aufgab und trotzdem belohnt wurde. Im Finale versuchte dann auch der Mann in Schwarz, Jens Vogt, sein Glück in der Flucht, doch ebenfalls ohne Erfolg. Trotz der Hitzeschlacht kam es also nach 208 Kilometern zum Massensprint. Und da dominierte Vogts Teamkollege Robert Wagner. Er überrumpelte alle etablierten Sprinter und das trotz seiner Pech- und Sturzserie in dieser Saison. Ich bin eigentlich immer noch nicht richtig fit, aber irgendwie ist es überwältigend. Also jetzt als erstes über die Linie zu fahren, Wahnsinn einfach. Sensationsmeister also Robert Wagner aus Magdeburg vor den Tour de France-Nominierten Gerald Ciolek und John Degenkolb. Der Mann, der vor dem Rennen nachdenklich war, war es auch am Ende. Florian Monreal hatte den Anschluss erst ganz zum Schluss verpasst.